Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Parapsychologischen Rede, wo wir euch vorstellen, welche Rede wir verwenden und ja, wie das Messprinzip ist, wie sie funktionieren, wozu wir sie verwenden und was wir uns damit erhoffen. Und heute zeigen wir euch wieder einmal einen der Schwerpunkte. Wir haben ja Thermal- und EMF als Messschwerpunkte. Und wie wir euch schon gezeigt haben, EMF messen wir hauptsächlich mit den K2 und dem REM-Master, der REM-Master als der Finch-Variante. Und für das Monitoring, also die stationäre Überwachung, ohne dass man vor Ort sein muss, nutzten wir sehr oft die Paralights. Und heute stelle ich euch eine andere Sache, eine Weiterentwicklung von den Paralights vor, die ihr allerdings schon bestimmt in den anderen Videos gesehen habt, weil wir sie oft verwenden, die sogenannte Tripwire. Diesmal habe ich nichts in der Hand, weil die Tripwire, wie der Name schon sagt, können Sie das jetzt mit Stolperdraht, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber Wire, Kabel, es handelt sich hier um ein Kabel und zwar um, ich sage mal, kleine Paralights, die in Reihe geschaltet sind. Sie haben dieselbe Messempfindlichkeit, dieselben Farbausschläge. Unterschied ist halt, es sind gleich mehrere, 12 Stück insgesamt und sie geben kein akustisches Signal von sich, im Gegensatz zu Paralights, die wir leise und laut stellen können. Ja, wozu brauchen wir denn sowas? Naja, gerade wenn es ein langer Gang ist, ist diese Tripwire, die dann ungefähr 12 Meter lang ist, eine ganz praktische Sache. Dann haben wir nämlich 12 Meter lange Überwachung mit 12 Punkten und man könnte halt sehen, wie wenn jemand langläuft, dass sie dann aktiv werden sollten. Das heißt, das Messprinzip ist genau das gleiche. EMF-Felder werden gemessen und beim Überschreiten einer gewissen Milligauss-Zahl kommt ein entsprechendes Lichtsignal und wir sehen, aha, da ist ein Magnetfeld, gerade an der Stelle. Das ist ganz praktisch und wie gesagt, erlaubt uns auch lange Gänge super zu überwachen und das müssen nur ein einziges Gerät dafür verwenden. Und ich habe das jetzt hinter der Kamera sozusagen ausgelegt. Der Raum ist nicht so lang, deswegen habe ich zwei Bahnen gelegt und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ich habe die Kamera so eingestellt, dass sie schräg nach unten schaut. Damit haben wir alle Abschnitte drauf. Sieht jetzt noch nicht sehr beeindruckend aus, ist mir bewusst. Hier, das ist sozusagen die Energiequelle. Kein Akku, sondern eigene kleine Batterien. Und ja, ihr seht, einer extrem lang gezogenen U-Form habe ich die jetzt ausgelegt. Die soll noch nicht zu nah beieinander liegen, zeige ich euch gleich warum. Weil sie selbst natürlich auch Energie verbrauchen und damit messen. Für jeden einzelnen Messabschnitt ist es natürlich kalibriert, dass sie sich wegen sich selbst ausschlagen können, aber nicht, wenn ein anderer in der Nähe ist. So, ich schalte es mal an. Das ist der Grundzustand, lila. So, ich habe es mal hier ein bisschen bequem gemacht und möchte euch jetzt zeigen, Smartphone ist natürlich eine Energiequelle. Erst einmal, damit ihr seht, dass die nicht so super empfindlich sind wie der REM-Master und deswegen Falschpositive eher unwahrscheinlich sind. Ihr seht, ich kann es um den Abschnitt hier herum bewegen. Es passiert nicht wirklich viel. Ist natürlich auch an, weiß ich euch gleich. So, und je nachdem halt, wie stark das elektromagnetische Feld ist, ändern die Farbe. Ich versuche das mal schrittweise zu zeigen, es war nicht so einfach. Ich komme jetzt von der Seite, damit ihr was seht. Ich muss es dazu ein bisschen höher halten, sonst kriege ich das nicht richtig navigiert. So, blau, dann müsste grün, genau, gelb, dann kommt orange und dann, ihr seht schon rot, also die Grenzen sind sehr schwer zu trennen. Und wenn natürlich eine Entität dann lang gehen würde, würde man halt nach und nach hinten sehen. Das ist jetzt bei der Helligkeit natürlich nicht so gut zu sehen. Es ist auch schon die Sonne jetzt mittlerweile aufgegangen. Ich mache das Licht aber mal aus, dann ist es trotzdem noch einigermaßen dunkel und dann zeige ich euch einfach noch mal simuliert, wie das aussehen würde, wenn eine Entität lang ginge. Ich bleibe beim rechten Pfad. Und das ist die Funktionsweise der Tripwire, sozusagen der Paralights in Reihe.
ist für die Überwachung ganz interessant, sehr gut geeignet für unsere Zwecke. Vor allem, wenn wir mal wieder in einem Gebäude oder auf einer freien Landschaft unterwegs sind, wo es lange Flächen abzudecken gilt. Für kleine Räume ist ein Paralight selbst ein bisschen besser, weil die Kabel selbst können sich halt auch im Weg liegen. Und wenn mehrere Segmente übereinander liegen, können die sich auch selbst beeinflussen. Man braucht allerdings dann mindestens so 3 bis 4 Stück. Von daher ist das eher für größere Überwachung geeignet. Aber das ist auch nicht schlimm, weil wir haben ja sehr oft Gänge. Und selbst in jeder kleinen Wohnung hat man den Flur. Der ist dann, wenn man es mitten in den Zimmer legt, das sozusagen an der Kopfende angrenzt, kriegt man locker die 10 bis 12 Meter eigentlich voll. Und von daher für unsere Zwecke ideal geeignet. Und jetzt wisst ihr, wie es funktioniert und was wir damit versuchen zu messen. Und viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, denke ich. Wie immer hoffe ich, dass es für euch interessant war. Über ein Like würden wir uns natürlich freuen, hilft uns auch total. Und gerne könnt ihr natürlich wie immer in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust dazu habt, wenn ihr Kritik, Lob, Anregungen, Fragen habt. Wir lesen uns alles durch und kommentieren das dann entsprechend. Und ja, mit diesen Worten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.